Für einen angelegten Kunden im Kundenstamm haben Sie die Möglichkeit, Dokumente dem Kunden hinzuzufügen. Wann macht es Sinn? Wann können Sie das brauchen? Ein Dokument, das Sie eventuell dem Kunden hinzufügen könnten, sind vielleicht eine Kopie des Personalausweises, eine Kopie irgendeines Antrags, wo Sie sagen, die hat bei mir jetzt einen Vertrag abgeschlossen, den könnten Sie hier hinterlegen. Der Vorteil, Sie klicken auf den Kunden und gehen dann auf Dokumente und haben nun eine Übersicht der komplett bereits hinterlegten Dokumente für den Kunden. Wie können Sie nun etwas hinzufügen? Sie können entweder etwas manuell hinzufügen oder Sie können über die Toolbox, die über Kundendokumente gehen. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, auch einen Twain-kompatiblen Scanner, sprich ein Multifunktionsgerät, also irgendein Teil, was halt auch scannen kann, anzusteuern. Und zwar direkt aus Wabi heraus. Okay, bleiben wir erstmal bei der manuellen Variante. Ich sage manuell hinzufügen. Hier wählen Sie, welchen Typ Sie hinzufügen wollen. Wählen dann das Teil aus und sagen hier, ich will dieses PDF hinzufügen. Okay. Nun sage ich, ich will ein weiteres Dokument hinzufügen. Ich sage jetzt mal eine Textdatei, schau mal, ob wir irgendwas haben. Ja genau, ich nehme jetzt einfach mal den. So, nun haben Sie zwei Dateien dem Kunden innerhalb von Sekunden zugefügt. Jetzt schauen wir uns mal das Strukturelle an. Wir sagen mal Verzeichnis öffnen. Was ist passiert? Für den Kunden, also in dem Dokumente-Ordner, gibt es den Ordner Kunden und der wiederum ist untergegliedert in die Kundennummern, also hier K6, der Kunde 6. Im Kunden 6, da wir jetzt unstrukturierte Dokumente hinzugefügt haben, wird automatisch ein Ordner Sonstige erstellt. In diesen Ordner werden nun eine Kopie des Originals hineinkopiert und dem Kunden zugeordnet. Warum macht Wabi Profi 3 eine Kopie? Ganz einfach. Wenn Sie das Original aus Versehen mal irgendwann löschen, das Dokument aber für Sie wichtig ist, haben Sie es immer noch im Kundenordner. Klar, können Sie natürlich auch jetzt diesen K6-Ordner löschen, dann sind die hinterlegten Dokumente natürlich auch alle weg. Aber tja, da muss halt jeder kleines bisschen sorgsam damit umgehen. Aber Wabi Profi 3 bietet Ihnen eigentlich die Oberfläche, dass Sie sagen, Sie müssen da gar nicht hier im Windows eingreifen oder in die Ordner reingehen oder was auch immer machen. Okay, soweit, so gut. Das heißt, Sie können nun ein beliebiges Dokument anklicken und dann einfach auf Go klicken und das war's dann. Dann wird es Ihnen dementsprechend mit dem Standardöffnungsgerät je nach Dokumentenart geöffnet. Total simpel. Sie können natürlich auch jederzeit ein Dokument, das Sie ausgewählt haben, löschen. Wenn wir uns das jetzt ansehen, dann ist jetzt halt hier diese Textdatei ist jetzt weg. Okay. Okay. Jetzt habe ich zweimal okay gesagt, auch nicht schlecht. Ein hinterlegtes Dokument können Sie natürlich einfach auch hier per Mailen anklicken und dann können Sie sagen, pass mal auf, lieber Kunde, ich schicke dir dieses Dokument. Denn es könnte ja sein, dass der Kunde jetzt halt eine Kopie des Vertrags nochmal braucht, den er bei Ihnen abgeschlossen hat. Dann klicken Sie einfach das Dokument an, sagen Mailen, importieren gegebenenfalls Textbausteine, die Sie frei definieren können und einfach importieren können und klicken dann auf Übernehmen. Wenn der Kunde nun mehrere E-Mail-Adressen hinterlegt hat, können Sie bestimmen, an welche E-Mail-Adresse es gesandt werden soll oder Sie sagen an alle hinterlegten E-Mail-Adressen. Nun öffnet sich Ihr E-Mail-Client, den Sie im System hinterlegt haben und automatisch wird als Attachment, also als Anhang, die von Ihnen gewählte Datei eingefügt, die Sie dann einfach an den Kunden senden können. Das ist cool und ist total simpel. Okay. Die zweite Variante ist die Funktion Toolbox Kundendokumente. Das sieht jetzt hier ein bisschen anders aus. Warum sieht es anders aus? Weil es hier ein optionales Modul ist, das Sie zusätzlich erwerben können, wenn Sie wollen. Warum ist dieses Modul optional? Die Dokumentenverwaltung bietet Ihnen die Möglichkeit, sehr, sehr einfach Dokumente einzuscannen. Und zwar direkt aus Wabi heraus. Wenn Sie ein Multifunktionsgerät haben, wie es in der heutigen Zeit oftmals anzutreffen ist, das heißt ein Drucker, der auch scannen kann, haben Sie hier die Möglichkeit zu sagen, ich will ein Dokument scannen. Natürlich stehen Ihnen hier auch die Funktionen Dokument hinzufügen, neues Verzeichnis erstellen oder markiertes Verzeichnis löschen zur Verfügung. Aber uns interessiert es momentan, wir wollen für den Sepp Franz hier bei Sonstige ein neues Dokument einscannen. Ich habe bereits auf unseren Drucker ein Blatt Papier gelegt. Und es ist einfach der HP OfficeJet 8600.
An dieser Stelle möchte ich vielleicht darauf verweisen, dass Sie einfach mal einen Test machen sollten, wie Ihr Drucker oder wie die Twain-Schnittstelle Ihres Druckers funktioniert. Ich persönlich habe gern die Kontrolle, deswegen verwende ich Duplex manuell. Das bedeutet, bei mehreren Seiten fragt mich das Programm, ob ich nun die nächste Seite scannen soll. Das heißt, habe ich 5 Seiten zum Scannen, werde ich 4-mal gefragt, weil die erste Seite geht ja sowieso durch. Das heißt, er fragt mich dann, willst du die Seite 2 jetzt einscannen, die zweite Seite 3 einscannen und so weiter. Deswegen habe ich gern die Möglichkeit. Und ich sage jetzt hier einfach mal Test. Und nun sage ich Scannen. VabiProfi 3 kommuniziert nun mit dem Drucker, das heißt mit dem Scanner des Druckers. Geht natürlich auch jeder Flachbettscanner. Und er liest die Seite ein, er überträgt die Seite. Und wenn er fertig ist, können wir es uns anschauen. Und das ist das, was ich hier gemeint habe. Er fragt uns jetzt, ob er die nächste Seite scannen soll, das heißt, ob eine weitere Seite da ist. Ich sage nein, weil wir sind fertig. Jetzt sagt er, es war erfolgreich und jetzt kann ich mir das Dokument hier anschauen. Ich mache mal die Zoom klein und ich habe hier einfach drauf geschrieben, Kunden, Dokumen, schön falsch geschrieben, auch nicht schlecht, Test, okay. Und das haben wir jetzt da. Ich sage jetzt hier Beenden und Ausgang und nun haben wir hier in der Liste dementsprechend das Dokument, das ist Test-PDF und diese vorher zu manuell eingefügte Struktur Artikeldatei-PDF, die wir dann über das Auge anschauen können. Oder hier anzeigen, löschen, umbenennen, mit einem anderen Standard öffnen. Wir können direkt zum Inhaber springen, das heißt zum Seppel Franz. Wir können das an den Seppel Franz hier ganz, ganz easy schicken. Oder wir können einfach sagen, schick's per Mail raus, aber den E-Mail-Empfänger will ich selbst bestimmen. Und so weiter und so fort. So, und nun haben wir auch hier in der Liste, bei den Dokumenten, unser Test-PDF. Ja, und das war im Kundenstamm die Funktion Dokumente.